Habt ihr euch schon mal vorgestellt, wie euer 30 Jahre alt sein wäre? Ich meine, wie euer Leben aussehen würde, wenn ihr 30 werdet. Was? 30? Nö. So alt will ich nie werden. Kein Bock. Genau das habe ich auch gedacht. Mit 15 oder so habe ich noch ein Tagebuch geschrieben, dass ich vor 30 sterben will. Ja, und mit 19, als ich erst an der Uni war, habe ich angefangen, so mega große Pläne aufzubauen. Also jetzt würde ich sowas lieber eher Traum oder Fantasie nennen. Aber damals war ich mir so sicher, dass ich alles schaffen kann. Und ich habe so eine Liste erstellt, worauf stand zum Beispiel ja, Schlagzeile machen. Also mit 30 unbedingt Schlagzeile machen, egal wie. Hauptsache ganz famous werden. Also das jüngere Ich wollte immer so mega berühmt werden, famous werden. Keine Ahnung. Ah, ja klar, ich bin immer noch so ein Fame-Bitch. Aber ja, schon witzig, ne? Und was noch? Ja, ich habe mir vorgestellt, also mit 30 kaufe ich ein Haus. Ein Haus kaufen, wenn ich immer noch in einer WG wohne. Und auf jeden Fall verheiratet sein mit irgendeinem Typ, auch egal mit wem. Aber keine Kinder, weil ich meine Karriere weiter verfolgen will. Ein Auto, ein dickes Auto. Ja, ich habe immer noch keinen Führerschein. Und super hübsch, super schön sein. Das habe ich einigermaßen geschafft. Und die Kapazität haben, womit ich immer machen kann, was ich machen will. Tja. Also ich bin gerade 29 und in 2 Monaten werde ich 30. Und sehr unwahrscheinlich, dass ich in 2 Monaten irgendeine Schlagzeile machen könnte, außer wenn ich etwas ganz Böses machen würde. Ja, und ob ich alles geschafft habe, was ich so fantasiert hatte, da kann ich ganz klar sagen, nein. Aber bin ich deswegen unglücklich, weil ich nicht aussehe, wie ich eigentlich werden wollte? Und da sage ich auch ein klares Nein. Weißt du was? 30 Jahre alt sein ist nicht so schlimm, wie ich mir mit 15 vorgestellt hatte. Es ist ja eigentlich ziemlich cool. Warum? Warum? Na, jetzt mache ich keine so unrealistisch großen Pläne mehr, weil ich gut weiß, dass ich nicht alles schaffen kann. Und was ich auch gut weiß, ist, es so okay ist, wenn ich nicht alles schaffe. Ah, Parapfda.